Ja, da, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute mal von einer ganz anderen Gegend, einer Gegend, die Sie wahrscheinlich gar nicht kennen werden, die Sie so wahrscheinlich auch noch nie gesehen haben. Und Sie fragen sich natürlich, wo wir hier sind. Wir sind nicht irgendwo in der Karibik. Nein, wir sind am Ostzipfel Deutschlands, einem der wunderschönsten Fleckchen Erden, die es überhaupt gibt. Und Deutschland könnte so schön sein, wenn wir schönes Wetter haben. Schauen Sie sich diesen Strand an, schauen Sie sich dieses Wasser an. Das ist die Ostsee. Man glaubt es kaum, dass Wasser so schön sein kann. Im Moment so 20, 21 Grad, die Sonne lacht vom Himmel. Also besser kann es gar nicht sein. Vor ein paar hunderttausend Jahren gab es hier sogar noch Palmen. Es gab tropisches Gebüsch, so ganz ohne CO2, aber mit Klimaerwärmung. Auf diese Klimaerwärmung warten wir hier auf der Ostsee. Ganz besonders verzweifelt, denn was gibt's Schöneres als warmes Wetter und strahlender Sonnenschein? Aber offensichtlich ist bisher noch nicht genügend CO2 produziert worden, damit auch dieser Wunsch in Erfüllung gehen kann. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie ein bisschen Zeit haben und in der Mitte oder im Norden Deutschlands wohnen, dann kommen Sie an die Ostsee. Dars, also der Ort, die Gegend, wo wir hier sind, das ist so eine Art Haff. Sie wissen, was ein Haff ist. Ein Haff, das ist eine langgezogene Dünenlandschaft. Mit einer wunderbaren natürlichen Vegetation. Es ist hier so eine Art Naturschutzpark und Sie können hier kilometerlang an einem traumhaft schönen Strand wandern. Weißer Sand, weiß wie Puder, ein türkises Meer. Also was Schöneres kann es überhaupt nicht geben. Und deshalb, sobald die Sonne lacht, nichts wie hin an die Ostsee. Die Ostsee ist vielleicht noch ein Tick schöner als die Nordsee. Dars mit Doppel-S liegt etwa 30 Kilometer östlich von Rostock, 30 Kilometer östlich. Ich empfehle nicht unbedingt am Freitagabend hier anzureisen, da sind die Straßen nämlich voll. Und wenn man am Sonntagabend abreist, ist das gleiche der Fall, sind die Straßen auch extremst überlastet. Also am besten ist schon am Donnerstag herzukommen und am Montagabend abzufahren. Ansonsten, wie gesagt, eine wunderschöne Landschaft, genau das richtige Ambiente, um sich von dem ganzen Euro-Wahnsinn und der Finanzkrise zu erholen. Hier gibt es zum Teil noch nicht mal Internet, hier und da sogar regelrechte Funklöcher, also Einsamkeit ist hier garantiert. Ich sage Ihnen, nehmen Sie Ihr Zelt mit, man kann im Sommer auch wunderbar unter offenem Himmel übernachten. Und das ist eine der schönsten Erlebnisse, die man ja überhaupt haben kann. Und wer ein bisschen mehr Knete in der Tasche hat, der kann sich sogar die wenigen 5-Sterne- oder 4-Sterne-Hotels leisten, die es hier gibt. Sie können hier mit dem Boot rausfahren, Sie können hier wunderbare Wanderungen machen. Hier gibt es sogar Hirsche, Rehvieh, das angeblich zum Strand kommt. Sowas, meine Damen und Herren, habe ich bisher nur in Afrika mal erlebt, dass wilde Tiere am Strand kommen, um sich den Strand mal anzugucken oder irgendwie rumzuäsen oder auch nur auszuruhen. Das habe ich mal in Namibia erlebt, an der Skelettküste. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich wieder nicht, wo die Skelettküste ist. Also wie die Skelettküste sieht es hier nun nicht aus. Die ist ein bisschen größer, ein bisschen breiter, aber sie ist eben total einsam. Skelettküste, Namibia, es fängt südlich von Angola an und das ist die einsamste Gegend der Welt. Dort gibt es sogar noch weiße Löwen mit ein bisschen Glück. Eine einsamere und schönere Gegend habe ich übrigens kaum gesehen auf diesem Globus. Und dort gibt es auch Löwen und Gazellen, die man am Strand beobachten kann. Die haben wir hier natürlich nicht. Aber dafür gibt es ab und zu einen Hirsch, der hier vorbeispaziert mit ein bisschen Glück und weniger Leuten. Könnte das hier auch jederzeit passieren, aber so viel Zeit haben wir leider nicht, darauf zu warten. Ich sage Ihnen nur eins, es ist ein wunderschönes Reiseziel. Es eignet sich auch mal für den Tag über, hierher zu kommen. Es ist eine der schönsten Gegenden der Welt. Ich habe die Welt bereits gesehen und sowas Schönes wie hier unten oder hier oben an der Ostsee mit diesen wunderbaren schönen Stränden, das ist wirklich selten. Und deshalb, also wenn Sie ein bisschen Zeit haben, ist es gar nicht mal so teuer, kommen Sie nach Dars an die Ostsee und genießen Sie das schöne Wetter und die schöne Ostsee, das Meer, das türkise blaue Wasser und natürlich diesen weißen Puderstrand.